Hallo, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Kastenwagenfreunde und natürlich vor allem liebe Clevervans-Freunde. Willkommen bei Van Berlin. Heute geht es um ein Zwischenfazit. Wir haben das Fahrzeug jetzt inzwischen seit 13 Monaten. Wir haben das im letzten Jahr Mai 2021 übernommen. Jetzt haben wir Juni 2022 und sind insgesamt ca. 20.000 Kilometer damit gefahren. Und ich würde sagen, es wird Zeit für ein Zwischenfazit. Wir gehen auf Positives, wir gehen auf vieles Negative ein und wollen euch einfach mal ein bisschen Feedback geben, ja, was unsere Erfahrungen diesbezüglich mit dem Fahrzeug, mit dem Clever Move 600 nach einem Jahr und 20.000 Kilometer so sind. Los geht's! Willkommen bei Van Berlin. Damit ich heute nichts vergesse, habe ich mir einen kleinen Spickzettel hier vorbereitet und würde euch zunächst mal kurz sagen, worum es denn geht. Wir haben die verschiedensten Dinge in Abteilungen eingegliedert und unten werdet ihr wieder die Kapitelmarken dann im Video entsprechend finden. Zunächst mal geht es im ersten Teil um das Fahrzeug selbst. Ja, also was ist mit dem Motor, was ist Ersatzteile und so weiter und so fort, also mit der Karosserie, Basisfahrzeug, wenn man so will. Dann im zweiten Teil geht es ums Fahrerhaus und die Dinette, also die ganze Sitze hier vorne. Im dritten Teil geht es dann bei uns die Besonderheit um das Aufstelldach. Wir haben ja ein Fahrzeug mit Aufstelldach, damit bei uns die Kinder entsprechend oben übernachten können. Im vierten Teil geht es dann ums Thema Küche, im fünften ums Bad. Im sechsten dann um den hinteren Bereich, sprich das Heck, das Heckbett. Im siebten Teil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau, im siebten Teil geht es dann um die Medien. Also sprich Gas, Wasser, Elektro, welche Erfahrungen gibt es da diesbezüglich. Der achte Teil sind dann Nachrüstungen oder ja, Dinge, die wir noch anpassen wollen, was wir doch überlegen. Im neunten Teil dann Nachrüsten, was wir bereits schon getan haben. Was nicht notwendig ist, wäre der 10. und zum Schluss dann das Gesamtfazit. Okay, ich würde sagen, wir starten hier vorne mit dem Fahrzeug selbst. Wir starten mit dem ersten Kapitel, dem Fahrerhaus. Also vielleicht zunächst die Information, wir fahren ein Citroën Jumper, 6 Meter Länge. In der Motorisierung 140 PS. Da haben wir uns damals bewusst für entschieden, aus der Kategorie 120, 140 oder 165 oder 160 beziehungsweise haben wir uns den 140er rausgesucht. Würde ich es neu entscheiden, würde ich eher den 165er nehmen. Also wir müssen klar sagen, auf der Autobahn, wenn wir voll beladen sind, alle Insassen drin, ein bisschen Medien aufgefüllt, Wasser und so weiter, dann kann es schon mal sein, dass wir bergauf vom LKW überholt werden. Ja, also das ist nicht ganz so gut. Aber nochmal, wie häufig kommt das vor? Und wenn ich dann permanent mit entsprechend höherer Motorisierung fahre, habe ich auch einen höheren Verbrauch. Also letztendlich, da ich ein bisschen ja, geneigt bin dazu, vom Fleck zu kommen, wenn man es dann braucht, würde ich schon den 160er oder 165er Motor empfehlen. Aber 140 ist auch okay. Ja, wie gesagt, wir reden über ganz wenige Prozente, wo das eine Rolle spielt. Was natürlich mit dem Motor zusammenhängt, ist der Spritverbrauch. Also zuletzt war ich ja die Keramikversiegelung machen und hatte ein bisschen mehr Zeit, bin bewusst mal ein bisschen langsamer gefahren und siehe da, ein Spritverbrauch von 8,3 Liter war durchaus möglich. Wenn wir ein bisschen zügiger unterwegs sind, weil wir irgendwo Zeitdruck haben, dann kommen wir auch durchaus mal auf 11 Liter. Also im Schnitt sind wir irgendwo bei 9, 9,3, irgendwas so in dem Dreh, wenn wir es dann laufen lassen. Aber höherer Motor würde auch wieder mehr Spritverbrauch bedeuten. Wir sind zufrieden. Ja, also mit 9,5 Liter oder unter 10, mit meinen Augen ist das kein Problem und dafür gibt es einen Daumen nach oben. Vom Fahrverhalten selbst können wir auch nichts sagen. Also hier quietscht nichts, ist alles robust, ist alles soweit dran, also das funktioniert alles. Also in meinen Augen gibt es nichts zu bemängeln. Wenn man es allerdings mit dem Ducato 8 vergleicht, den wir ja vor kurzem gefahren sind, als wir so von Sunlight ein Wohnmobil mal ausprobiert haben, ja, das ist schon ein bisschen wie Tag und Nacht, das muss man schon sagen. Also der Ducato 8 fährt sich wesentlich leichter von der Schaltung her, von den ganzen Übergängen. Ist es was anderes? Aber das macht den Jumper ja nicht unbedingt schlechter. Ja, nur der Ducato 8 ist halt nochmal deutlich besser. Aber auch hier, wie gesagt, eigentlich kein Mangel, den wir jetzt hier irgendwo erkennen könnten. Relativ viel AdBlue muss man bis dato nachfüllen. Ich habe es jetzt nicht ganz ausgemessen, aber es waren mehr, als wir mal gedacht hätten. Ja, Motoröl, das geht alles soweit. Durchsicht war auch soweit, alles okay. Ja, also Motorisierung an sich kein Problem. Jetzt gucke ich nochmal schnell auf meinen Spickzettel. Ah ja, was habe ich geschrieben noch? Kein Quietschen, alles robust. Also das kann man ganz klar sagen. Wir haben hier keine Probleme, dass hier irgendwelche Teile locker sind oder irgendwas. Von daher, das passt alles. Was ein Vorteil natürlich ist, günstige Ersatzteile. Ja, wir brauchten beispielsweise einen neuen Spiegel hier. Die sind auf der Fahrerseite. Den habe ich mir in Italien, nahe Neapel, hat mir ein freundlich entgegenkommendes Fahrzeug mit denen abgefahren.
Den haben wir aber relativ problemlos wechseln können. Und so waren, ich glaube, irgendwas 100, 150 Euro in dem Dreh hat uns die Reparatur gekostet. Hätten wir es professionell machen lassen, wären es durchaus auch 500 gewesen. Aber es ist eben möglich, ordentliche Ersatzteile für das Fahrzeug zu bekommen. Türfangband hinten mussten wir auch schon wechseln. 35 Euro, glaube ich, waren es. Ja, also auch das, Ersatzteile, alles bei dem Auto wunderbar. Kein Grund zur Klage. Auch dafür ein Daumen nach oben. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein Hinweis, was das Gesamtgewicht betrifft. Wir haben ja relativ viele Anbauteile an dem Fahrzeug schon dran. Wir haben eine Markise, wir haben hinten einen Gepäckträger dran. Wir haben das Aufstelldach selbst, was relativ viel wiegt. Wir haben hier noch einen Türsafe drin. Also wir sind, wenn wir losfahren mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern und ein bisschen Tank, der voll ist, und ein bisschen Wasser, sind wir schon bei den 3,5. Ja, also 3.500, die erreicht ihr hier nun mal leider, das ist so. Aber an sich ist es auch kein Problem. Also ihr müsst das nur wissen und den Einkauf möglichst vor Ort erledigen und halt beim Gepäck ein bisschen sich beschränken. Aber die Schränke sind ja eh nicht ohne Ende. Ja, also gewichtstechnisch müsst ihr immer drauf achten. Wir selber kommen damit aber klar. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil wir kriegen sehr häufig die Frage gestellt mit dem, was wir alles hier mitnehmen, mit Hund, mit dem, mit das und den ganzen Anbauteilen. Inwieweit sind wir da nicht drüber? Ich wiege vor allen großen Urlauben das Fahrzeug und das passt bis dato, dass wir also genau an der 3,5-Grenze dranbleiben. Kommen wir zum zweiten Teil, das heißt Fahrerhaus und Dinette, also sprich was die Sitzmöglichkeiten hier betrifft. Was ein kleiner Nachteil ist, ist dieses hier. Ne? Also ihr könnt ja hier die Sitze lösen und müsst mit einem Ruck dann, wenn sie eingerastet sind, das macht sich relativ schwer, inzwischen geht es schon einigermaßen, aber bei den ersten Fahrten war das immer ein Graus, die Sitze hier entsprechend zu lösen und dann müsst ihr schon ein bisschen jonglieren und rangieren, weil der Tisch, wenn er nicht ganz hinten ist, stört er entsprechend an der Lehne. Ist das Lenkrad draußen, habt ihr auch wenig Platz. Also das ist immer so eine kleine Solitäreinheit hier, den Sitz genau in die Position zu bringen, dass ihr entsprechend hier das gedreht bekommt. Und ihr seht das, ich bin jetzt noch nicht unbedingt der Größte, aber wenn man da ein bisschen größer ist, dann merkt ihr schon, dass ihr hier damit ein kleines Problem haben könntet. Wir haben uns inzwischen darauf eingestellt, aber wir haben es am Anfang ein bisschen unterschätzt. Das, was auch ein kleines Problem ist, ist der Abstand hier zwischen. Das heißt, zwischen dem Fahrersitz und der Dinette. Ich habe es jetzt nicht gemessen, aber es ist deutlich weniger Abstand, als das beispielsweise beim Celebration ist. Beim Celebration habt ihr hinten ein kleineres Bett. Das heißt, die Nasszelle ist ein Stück versetzt bei unserem Move in unsere Richtung. Das bedeutet auch hier, dass wir etwas Platz verlieren. Und wenn wir den Tisch dann hier ausgerichtet haben, ja, also der circa in der Mitte ist, an der Stelle brauche ich den Fahrersitz gar nicht mehr versuchen zu drehen. Das gelingt mir nicht. Aber hier einzusteigen und gleichzeitig auf der anderen Seite einzusteigen, ist relativ eng. Es geht, aber es ist halt relativ eng und da muss man sich nur im Klaren sein. Will man ein großes Bett hinten, dann geht einem vorne in der Dinette der Platz einfach verloren. Für uns ist das noch okay, aber es ist halt grenzwertig. Ja, da solltet ihr darauf achten. Dann zum Tisch. Der Tisch selbst, den haben wir hier ein bisschen mit Trockenschmiermöglichkeit, damit er hier leichter von links nach rechts fährt. Der Tisch ist an sich ruckzuck abgebaut. Das ist auch alles okay. Sollte man während der Fahrt ja eh tun. Aber wo lagert man den Tisch, damit er nicht zerkratzt? Wir haben uns extra eine Verpackung dafür nähen lassen und stellen ihn dann hier hinter. Ja, also indem wir die Rückwand aufsetzen, dahinter wird er reinplatziert. Aber es ist relativ eng und kompliziert. Also das finde ich nicht sehr gut gelöst, die Verstaumöglichkeiten, weil den hinten einfach nur aufs Heckbett zu legen, den Tisch, bringt keine Punkte. Vollbremsung, das Ding fliegt euch hier um die Ohren. Ja, also das könnte man in meinen Augen auch besser noch lösen, dass man da den Platz besser dafür schafft oder ein Gegenstück dafür schafft, dass man den dann hinter der Sitzmöglichkeit, hinter der zweiten Sitzreihe entsprechend besser positionieren kann. So, dann noch den Platz für die Aufstellleiter. Dafür, Daniel, komm mal bitte rum, auf die andere Seite vielleicht kurz, hier oben. Also wir haben ja das Aufstelldach, das heißt, wir haben hier oben normalerweise ja die Aufstellleiter drin zu sitzen. Ja? Und die Aufstellleiter muss irgendwo platziert werden. Wo liegt die bei uns? Hier unten drunter. Da haben wir noch einen Werkzeugkasten drin, da haben wir noch eine Schüssel drin, aber das hat halt eben auch wieder keinen so richtigen Platz. Das wird ja alles irgendwie immer dann freundlich reingeworfen und klappert natürlich dann auch während der Fahrt. Ist okay, klar, weil da ist der Stauraum ja dafür da und die Schuhe und alles, was da noch reinpasst. Aber das könnte man in meinen Augen auch besser machen, indem man hier irgendwo eine Vorrichtung direkt hat, wo die Aufstellleiter ja noch befestigt werden kann, vielleicht ein Druckknopf oder irgendwas. Also es geht, aber auch das wäre wieder ein kleiner Punkt, den man besser machen könnte. Ja, ansonsten sind wir hier durchaus zufrieden. Also die Fenster, das funktioniert alles soweit, das ist okay. Hier haben wir das ein bisschen nachgerüstet, dass wir hier eine zusätzliche Steckdose haben, aber auch mit der Beleuchtung und alles, also da kann man nichts gegen sagen. So passt das insgesamt gesehen schon in der Dinette.
Im dritten Teil geht es jetzt ums Aufstelldach. Wir haben ja hier oben ein kleines, schönes Aufstelldach. An sich eine schöne Sache. Man kann das wunderbar öffnen. Man kann schön rausgucken. Man kann den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hier oben genießen. Zwei Personen können hier locker drin schlafen. Aber wir haben leider einen kleinen Mängel bei uns. Nach einem Jahr löst sich hier oben die Verkleidung. Ja, das heißt, ihr seht, dass der Schaumstoff hier oben sich langsam löst. Auch hier an der Seite beispielsweise. Also es ist fast ringsrum, dass das inzwischen sich leider alles löst. Also irgendwie verjüngt sich das Material an der Stelle. Der Mangel ist angezeigt. Naja, aber wie es halt nun mal am Markt aktuell so ist, noch kann er nicht repariert werden. Wird aber sicherlich demnächst repariert. Die Liegefläche selbst, 1,30 x 2 Meter, die ist groß genug, damit hier zwei Personen locker schlafen können. Das Beziehen allerdings des Bettes ist, weil man ja, wenn man hier oben ist, eigentlich drauf sitzt auf dem Lattenrost und auf der Matratze, gestaltet sich immer ein bisschen schwierig. Also da müssen wir das ein bisschen hochheben, nach hinten klettern, hinten rum, den Spannbett lagen. Aber es geht, es ist okay. Was ihr aber beachten müsst, wenn ihr über ein Aufstelldach nachdenkt, ihr nehmt euch enorm viel Licht. Ja? Ob wir das nochmal so machen würden, weiß ich nicht. Also eher wahrscheinlich nicht, weil ihr habt keine Dachluken hier drin. Es gibt von Pössl-Varianten, habt ihr hier noch eine Dachluke in der Mitte drin. Clever bietet das leider nicht an. Wir wollten das nachrüsten, damit wir hier ebenfalls noch ein Heki einbauen. Aber Clever hat uns da die rote Karte gezeigt, hat gesagt, nein, aus gewährleistungstechnischen Gründen können sie da kein Heki einbauen. Und wir selbst, ich traue mir das zwar zu, aber was noch Gewährleistung ist, habe ich gesagt, okay, dann lassen wir die Finger erstmal davon. Ja, Aufstelldach, schöne Sache, mehr Stauraum, aber es wird euch die Lichteinfall im Auto wird einfach reduziert. Und das müsst ihr wissen, weil das Ganze dann unten ein bisschen dunkler ist. Ja, das beachtet bitte. Im vierten Teil geht es um die Küche. Insgesamt gesehen muss man wieder sagen, alles da, was man braucht. Wir haben ausreichend Stauraum hier oben. Wir haben hier teilweise uns einen Einleger, wir haben hier so ein bisschen so ein Trennelement uns hier reingesetzt und viel Dämmung sozusagen über diese Kork-Elemente, damit es einfach nicht so klappert. Und eigentlich, was heißt eigentlich? Wir kommen damit klar. Ja, also das funktioniert. Was wir geändert haben, ist beispielsweise, weil das fand ich nicht so clever gelöst, sind diese Bedienelemente. Diese Bedienelemente zuvor waren aus Kunststoff, die haben wir gegen Metall Bedienelemente getauscht. Das heißt, wenn hier der Topf drüber steht, dann schmelzen uns die irgendwie nicht weg, sondern das ist einfach so in unseren Augen besser gelöst. Maximal 160er bzw. 220er, also wir benutzen es auch mal mit einer größeren Pfanne, mit einer 240er. Das geht mal, aber man muss genau aufpassen, wie steht das Element, weil es einfach sonst nicht sauber steht. Und ich sehe auch gerade, dass beim letzten Nutzer die beiden Dinger falsch schon angebaut wurden. Weil der würde auf die Seite gehören und der gehört auf die Seite. Ne? Das machen wir doch gleich mal richtig. Okay. So. Zur Spüle selbst, also dass man das hier rüberwischen kann, alles okay und dass das hier reinläuft, wenn mal was über, ist alles super. Ja, also die Armatur, man hat hier kein Spiel. Ja, das ist alles irgendwie Plaste und das könnte besser sein. Und dass man die nicht schwenken kann und auch der Druck ist an der Brause, an der Armatur wenig. Also der könnte besser sein, der wäre schön, wenn er höher ist. Weil interessanterweise mit der gleichen Pumpe ist in der Dusche, ja, da drüben mit der anderen Armatur, ein wesentlich höherer Druck möglich. Wäre schön, wenn es so ist, aber es geht. Nochmal, es ist eine Campingküche, also von daher, das passt schon. Das, was wir hier geändert haben, ist beispielsweise, dass wir hier uns noch Elemente angebaut haben, damit hier diese Rollen beispielsweise raufgehen oder damit wir hier auch ein Handtuch mal oder einen Lappen fixieren können. Die Lampe ist ein Graus, die hat hier meistens ein Eigenleben. Das heißt, wenn ich hier hinten in der Seite mal die Lampe anmache, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder Vorführeffekte sind, genau. Also ich habe die Lampe nicht berührt und trotzdem, sobald ich eine andere auf der anderen Seite berühre und ihr seht schon, jetzt geht sie wieder mal aus. Also die hat ein Eigenleben, die wird jetzt noch ausgetauscht demnächst, weil die, warum auch immer, auf irgendwas anderes reagiert. Aber gut, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, also die Lampe werde ich noch so austauschen und dann regeln wir das. Was haben wir hier vorne geändert? Hier ist ja normalerweise ein hoher Schrank, den man auch als Kleiderschrank benutzen kann. Das heißt, es gab hier oben einen Auszug, der hier ein bisschen versteckt ist sozusagen, wo eine Kleiderstange drin ist. Das habe ich umgebaut und habe uns hier oben ein komplettes Schubfach hineingesetzt. Finde ich wesentlich praktischer, weil wir haben hier das Besteck drin, wir haben hier das Kochbesteck drin und viel mehr Stauraum. Und hier haben wir dann die Fächer, wo wir entsprechend Körbe drin haben. 1, 2, 3. Wir haben uns hier Einlegeböden reingesetzt, dass wir dort viel mehr Stauraum jetzt haben, als es vorher der Fall war. Und diese Elemente beispielsweise, diese Pushlocks, die könnt ihr nachkaufen. Das ist auch bei uns in irgendeinem Video. Ich werde euch das Video mal verlinken von dem Küchenumbau hier. Und da findet ihr dann auch, wo ihr beispielsweise die Pushlocks bekommt.
ja, insgesamt gesehen, Küche ist okay. Vielleicht ein Punkt noch, genau, den wollte ich noch sagen. Ablauf hin und wieder vom Wasser schwierig. Ja, aber das ist hier hinten ja einfach nur ein Schlauch dran. Den müsst ihr ein bisschen weiter nach unten ziehen, ein bisschen die Krümmung verändern, weil wenn der leicht nach oben geht, fließt das Wasser automatisch schlechter ab. Und wenn ihr hier das Kochgeschirr, Töpfe und so weiter rein und raus, dann kann es sein, dass der Schlauch sich hin und wieder ändert. Dann müsst ihr den ein Stück weiter runterziehen, dann ist die Verjüngung nach unten, also die Krümmung, so, nicht die Verjüngung, die Krümmung nach unten, besser gesetzt und damit fließt das Wasser in den Grauwassertank unten einfach besser ab. Kurzer Nachtrag noch zur Küche. Zur Küche gehört ja auch der Kühlschrank. Und der Kühlschrank hat bei uns ein bisschen das Problem, dass leider der Kühlschrank, ja, wie soll ich sagen, unsere Dauerbaustelle ist, wollen wir es mal sagen, unsere Dauermängelbaustelle ist. Wir haben das ja hier ein bisschen verändert, dass wir den Kühlschrank auf beiden Seiten entsprechend öffnen können. Wenn man das also zuzieht, hier rum aufmacht, können wir den sowohl von innen als auch von außen öffnen. Aber wir haben das Problem, dass die Tür mit den, ja, schwarzen, also weiter aufmachen, mit diesen schwarzen Pinökels hier, dass die kaum hier reingreifen. Also das ist einfach zu wenig Spiel. Ja? Das hat gerade mal noch einen Millimeter. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der erste unten abgebrochen ist. Ersatzteil ist bestellt. Ob es je kommt, werden wir sehen. Normalerweise gibt es auch für dieses schon die andere Tür. Ob wir den ausgetauscht bekommen, werden wir sehen. Das nächste ist 3-Sterne-Kühlfach. Ja? Also ihr braucht nicht auf die Idee kommen, irgendwas einzufrieren. Und ja, mal geht's nicht. Also mal hat man da oben 2, 3, 4, 5 Grad drin und alles schmilzt und manchmal hat man dann wieder 10, 15 Grad minus drin. Also je nachdem, wie der Kühlschrank arbeitet, ist das auch ein kleines Problem. Dann haben wir festgestellt, oder zumindest wurde uns das dann auch so erklärt, dass der Gummi nicht umlaufend ganz glatt abschließt. Ihr könnt dann immer wieder mal darauf achten, dass ihr den schön sauber macht, damit er glatt abschließt. Und wenn ihr den zugemacht habt, lieber immer noch mal ein Stück randrücken, damit er überall zu ist. Weil sobald er anfängt, Luft zu ziehen, hat er eine enorm hohe Kondenswasserproduktion innen drin. Teilweise vereist die Rückwand, dann wird es wieder ein bisschen wärmer, dann verliert er wieder die Feuchtigkeit. Und was bedeutet das? Hinten an der Rückwand fließt das Ganze runter, sammelt sich unten entweder in dem Becken und läuft nach außen ab. So sollte es sein, so war es bei uns nicht. Warum? Weil die Rückwand entsprechend leichten Spaltmaß hatte, Abstand, und dann ist alles dahinter gerutscht, hat sich unten gesammelt. Und wenn wir dann während der Fahrt unterwegs waren, haben mir die Kinder mehrmals erzählt, Papa, hier ist ein großer, kleiner, ein kleiner See vorm Kühlschrank. Also ihr müsst leider den Kühlschrank immer wieder auswischen, und umso heißer es ist, umso häufiger habt ihr das Kondenswasserthema. Ja, das gehört einfach dazu. Ja, also es ist, der Kompressorkühlschrank ist jetzt hier nicht mein Favorite, aber gut, nochmal, ist ein Kompromiss. Ist okay, aber hat viele kleine Details, die noch nicht ganz so gut gelöst sind. Ich glaube, die neuere Serie von Dometic, die ist da wesentlich besser. Da habt ihr auch nicht mehr das Dekor hier vorne drin, habt da, glaube ich, eine schwarze oder eine anthrazitfarbene Front und habt diese Griffschalen, die dann schon besser gelöst sind als das, wie es bei uns ist. Und der schließt dann hoffentlich auch schon besser, weil das in diesen Drehangelpunkten, das ist hier Murks, um es mal so zu sagen. Kommen wir zum fünften Teil, dem Cleverbad. Im Grunde ist hier alles drin, was man braucht. Ja, also das ist alles okay und auch das Fenster ist wunderbar. Die Duscharmatur, die nutzen wir ganz selten. Ich glaube, ein, zwei Mal haben wir das genutzt mit der Duschelement, was hier oben ist. Aber es ist einfach zu nervig, was man dann alles abziehen muss und darauf achten muss, dass überall kein Wasser mehr steht und dass das alles weggeht. Was für uns einfacher ist, ist das Fenster zu öffnen, die Duschbrause rauszugeben, draußen zu nutzen, sie außen einzuhängen. Und ja, das geht also wesentlich besser und einfacher. Dafür haben wir hier so ein kleines Element uns besorgt. Das ist, glaube ich, von Ikea eins. Ich weiß nicht, Tisken, irgendwas heißt das Ding. Das kann man draußen ransaugen, kann die Armatur hier einfach einhängen von draußen dann. Zack, und so könnt ihr das auch draußen dann nutzen. Ja, aber Dusche ist schon an sich eine schöne Sache, dass man es nutzen kann. Was wir hier nachgerüstet haben, ist beispielsweise die Revisionsklappe. Ja, hier unten drunter gibt es eine Revisionsklappe, weil das ist mir alles sehr windig und ja, zum Silikon hat ja auch, wir haben viele Leute schon was geschrieben. Damit ich da unten einfach besser rankomme, habe ich mir eine Revisionsklappe eingebaut. Ich glaube, es war 20 Euro Investition, ein bisschen Zeit, aber das kann ich nur jedem empfehlen. Das, was wir noch geändert haben, ist beispielsweise, diese Schränke haben hier noch so einen Blumen. Ja, Beschlag. Das heißt, wenn ihr bei eurem Clever das vielleicht kennt und ihr lasst das mal locker, dann schnallen die und klappern und also die schlagen mit einem Ruck zu und das ist mega laut. Bei uns sind hier entsprechend Einzugsdämpfer dran. Das heißt, wenn ihr das hier so macht, geht das sehr leise zu. Kann ich auch nur empfehlen, das dann nachzurüsten. Was wir ebenfalls nachgerüstet haben, dafür komme ich mal hoffentlich auf die Seite und hoffen, dass der Daniel noch was sieht, ist, wir haben hier, Moment, genau. Jetzt hört man es.
Also wir haben hier ein Sogsystem nachgerüstet. Ist jetzt aktuell die Kassette nicht drin, weil die noch sauber draußen steht. Und sobald das entsprechend aufgemacht wird, geht draußen die Soganlage an und zieht die Gerüche raus. Das Ganze nutzen wir mit Solvio in Kombination. Und das ist für uns jetzt wesentlich angenehmer als früher mit der reinen Chemie. Kann ich also nur empfehlen. Was die Duschtasse selbst betrifft, ja, abgesehen davon, dass sie so ein paar schwarze Elemente hat, aber da haben wir was rübergelegt, viele berichten, dass sie irgendwo Risse haben. Haben wir noch nicht. Ja, also das haben wir jetzt noch nicht feststellen können, dass es hier irgendwo Risse gibt. Also das ist an sich kein Problem. Was ein Vorteil ist, ist natürlich die Jalousientür. Also das Bad ohne Jalousientür kann ich mir gar nicht vorstellen. Also die würde ich in jedem Falle nehmen, falls ihr da noch die Möglichkeit habt dazu. Jalousientür wesentlich besser als das einfache Element. Ja, das soweit zum Thema Bad im Clever. Im sechsten Abschnitt geht es jetzt um das Heck hier hinten. Mega, mega, mega Vorteil ist diese riesen Liegefläche. Ja, also ob ihr jetzt zwei Erwachsene seid und sagt, vielleicht noch ein, zwei kleine Kinder oder ein mittleres Kind, also ihr habt hier eine Liegefläche von ca. 1,60 m x 1,90 m, 1,95 m und das ist ein Traum, muss ich sagen. Ja, also die Höhe ist hier in Ordnung, auch hier Kopffreiheit über bzw. zwischen dem Schrank und dem Bett selbst. Also da gibt es nichts zu sagen, das ist alles wunderbar. Dass das Lattenrost geteilt werden kann, ist okay. Man kann das ja hier hochstellen, dass die einzelnen Elemente mit den Matratzen und Lattenrost hier soweit stehen. Aber da hinten seht ihr es schon, so ein Riemen, wir zeigen euch das gleich von hinten nochmal, der soll dann da eingehangen werden. Wir haben das mal probiert und sind ein paar Kilometer so gefahren, weil wir jetzt zwischendurch das einfach mal hochgemacht haben und wir hatten nichts transportiert, aber das war ja die Idee, das halt vielleicht auch mal zu tun. Und waren dann erschrocken, weil dieser Riemen total schnell ausgerissen ist. Also da kann ich nur vorwarnen, das damit zu machen während der Fahrt, wenn ihr über der Autobahn fahrt und das alles hier umkippt, nicht so günstig. Das solltet ihr doch zusätzlich sichern mit irgendeinem Spanngurt oder irgendwas, dass ihr das fixiert, wenn ihr hier das Lattenrost dazwischen gestellt habt und entsprechend die Matratzen und schon gar nicht auf Spannung das Ganze machen. Das, was ich euch auch sagen möchte, ist dieses Fach. Kletter ich hier mal runter. Daniel kommt mal ein Stück entgegen. Das ist dieses hier. Also es ist hier ein extra Staufach noch neben dem Behälter, aber das ist toter Raum. Also hier irgendwas Passendes reinzukriegen, wir machen manchmal da Schmutzwäsche rein, aber spätestens, wenn wir hier irgendwas hinstellen, noch einen Stuhl oder irgendwas, kommt man in den Schrank schon gar nicht mehr ran. Ja, weiß ich nicht. Die Schottwand haben wir generell draußen. Warum? Weil wir uns eine andere Einteilung hier gesetzt haben, mit den Eurokisten hier arbeiten und ja, also wir diese Schottwand hier ehrlich gesagt überhaupt nicht gebrauchen können. Aber gut, war von vornherein so vorgesehen. Und das Restliche zeige ich euch dann von hinten am besten mal, was das Heck betrifft. Weiter geht's zum Heck. Also das ist der Riemen, der hier oben eingehangen wird in das Gegenstück. Aber der hält nicht wirklich. Also der reißt hier hinten 1A aus, wenn er den zusätzlich belastet. Ihr seht das hier schon ein bisschen. Also da kann ich nur empfehlen, macht euch einen zusätzlichen Spanngurt rein. Das Ding hier ist mehr Deko als alles andere. So, das, was ich euch hier hinten aber noch zeigen wollte, ist der zusätzliche Auslass. Ja, eventuell Daniel muss wieder ein Stück runterkommen. Hier hinten in der Mitte haben wir einen zusätzlichen Auslass uns reingesetzt, einen Lüftungsauslass, weil dahinter sitzt ja die Kombi 4, also sprich eine Gasheizung, ja, Warmwasserbereitung und die Gasheizung. Und die hat einen Lüftungsausströmer, der führt nach hier hinten an dieses Element. Ja. Und da kommt so viel Dampf sozusagen raus, dass wir einfach das Problem haben, dass hier die Wärme nach oben ja kaum weg kann. Die Tür, die schließt ja hier hinten relativ nah. Das heißt, ihr habt hier noch 2-3 cm und hier staut sich die gesamte Wärme. Und das macht überhaupt keinen Sinn so richtig. Also weil hier hinten ist es mega heiß. Hier feuert es ran und hier auch. Also deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns die Wärme anders nutzen und habe hier diesen Lüftungsschlauch, der hier drin ist, in der Mitte gekappt, habe ein Y-Ventil reingesetzt und habe einen zusätzlichen Lüftungsauslass in die Mitte gesetzt. Und das kann ich euch nur empfehlen, weil in meinen Augen ist das grober Mist, das so zu machen. So, das haben wir, das haben wir. Okay, dann würde ich sagen, das war es zum Thema Heck. Im nächsten Bereich geht es um das Thema Medien. Ja, das heißt, wenn wir hier hinten schon mal sind, hier passt eine 11-Liter Flasche rein und eine 5-Liter Flasche. Wir haben hier noch zusätzlich die Duo Control in der Mitte verbaut, damit die beide ja, gleichzeitig, wenn man so will, genutzt werden können und man nachts nicht aufstehen muss, wenn die eine mal leer ist. Und das Ganze ja auch könnte während der Fahrt, aber das ist alles jetzt nicht das Thema. Ich wollte euch nur sagen, eine 11er und eine 5er reicht. Also wir haben nie ein Gasproblem bis dato gehabt. Gut, wir waren jetzt auch nicht ewig unterwegs, aber wenn wir jetzt im Sommer unterwegs sind, was brauchst du? Ein bisschen kochen, heizen tust du eh nicht. Und ein Winterfahrzeug ist es nicht. Also in meinen Augen Gas mit 5 und 11, wunderbar, reicht völlig aus. Auf der anderen Seite, hier hinter sitzt der 100 Liter Frischwassertank. Auch den haben wir noch nie leer gemacht, ehrlich gesagt. Also wir haben immer rechtzeitig vorher wieder nachgeschöpft und gehen relativ sparsam da auch mit dem Wasser um. Also auch das passt in meinen Augen. 90 Liter Grauwasser passt genauso.
Ja, also alles, was Medien hier betrifft, egal ob das Strom ist, der Strom mit den zweimal, was ist da drin, zweimal 90, zweimal 100, glaube ich, die AGMs vorne, ich glaube 190 sind es insgesamt, reichen völlig aus. Also der Kühlschrank geht damit 4 Tage, wenn ihr den Motor nie startet. Ja, und sonst kaum noch Verbraucher habt. Und 4 Tage ist völlig in Ordnung, weil danach hast du irgendwo eine Stromeinheit oder könntest jetzt noch ein Solarmodul mit dazu nutzen. Wir haben noch kein Solarmodul. Wir denken drüber nach, aber aktuell in meinen Augen reicht's eigentlich. Weil für das, wie wir es benutzen, sind wir noch nie an Grenzen gestoßen. Egal, ob das Gas, Wasser oder eben doch Strom ist. Und von daher Daumen hoch, in meinen Augen super kombiniert und super eingeteilt. Im 8. Teil geht es jetzt um das Thema Nachrüsten. Also was fehlt uns hier beispielsweise noch? Ich habe noch darüber nachgedacht, das Thema Luftfederung umzusetzen. Soll nochmal ein anderes Fahrgefühl sein, soll nochmal ruhiger fahren, das Ganze auch fürs Fahrwerk und für die Abnutzung und alles, soll es besser sein? Haben wir noch nicht umgesetzt, aber es ist zumindest, dass ich darüber nachdenke. Ob wir Lithium noch einbauen oder nicht, weiß ich noch nicht. Also auch das ist ein Thema, was uns noch beschäftigt. Und dann haben wir noch ein drittes, das habe ich jetzt wieder vergessen. Das war, wichtig, Handbremse. Also ich habe das bei anderen schon gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, habe mich aber noch nicht ausreichend damit beschäftigt, die Handbremse so umzusetzen, dass man sie zwar anziehen kann, aber dann wieder runtersetzen kann. Die Handbremse ist angezogen, aber man hat dann die Möglichkeit, entsprechend den Stuhl da vorne, den Fahrersitz, besser zu drehen. Weil wir haben das Problem, dass wenn bei uns die Handbremse angezogen ist und wir dann anfangen wollen, den Fahrersitz zu drehen, dann blockiert das entsprechend, weil die Bremse dem im Weg ist. Also auch das Thema Handbremse könnte noch eine Sache sein, die wir hier bei uns nachrüsten wollen. Euch jeden Nachbau jetzt, oder Nachbau nicht, aber jede Erweiterung genau vorzustellen, dafür fehlt uns jetzt ein bisschen die Zeit, deswegen will ich es nur anreißen. Wir haben ja eine ganze Menge Sachen hier von Hause auch schon nachgerüstet. Egal, ob es das Radio, die Rückfahrkamera beispielsweise ist oder sowas hier wie der Kopfschutz. Würde ich mir auch denken, warum kann er nicht von Hause aus dabei sein? Einfach die scharfe Kante, ist nicht ein groß teurer Artikel, ja, aber einfach das entsprechend hier ja, zu schützen, macht einfach Sinn, ja, was den Kopfschutz betrifft. Ansonsten, was wir noch gemacht haben, ist, wir haben draußen eine Markise dran, wir haben hinten einen Fahrradträger dran, wir haben hinten im Garage, habt ihr das schon gesehen, die Gepäckeinteilung, damit also wir das besser verstauen können mit den Stühlen, mit dem Tisch oder auch mit den Auffahrkeilen beispielsweise. Wir haben zusätzliche Lampen und Dosen nachgesetzt, hier beispielsweise eine 220, eine 12er, Elemente. Im Bad gibt es noch zusätzliche LEDs. Zu all den Dingen findet ihr immer jeweils ein Video bei uns im Kanal. Schaut einfach da rein. Es gibt Playlisten, es gibt diese Umbau, Do-it-yourself und so weiter. Ihr findet das alles unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise guckt einfach in den Kanal rein. Da findet ihr das. Ja, den Rest haben wir schon gesagt. Sog, Revisionsklappe. Wichtig, das habe ich noch nicht gesagt. Keramikversiegelung. Ich hätte das nicht geglaubt, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt ca. 1000 Kilometer nach der Keramikversiegelung mit dem Fahrzeug gefahren. Der Schmutz haftet nicht mehr. Also du kommst durch den Regen und danach ist das Zeug so gut wie weg. Ja, also Keramikversiegelung, wer das Geld dafür übrig hat, kostet ca. 1.500-2.000 Euro. Mega Sache. Auch da verlinke ich euch das Video am besten dann mal in der Videobeschreibung. Also Keramikversiegelung, ich kann es nur dringend empfehlen für die, die das Fahrzeug wissen, was es bedeutet, ein Fahrzeug zu reinigen. Also ist Keramikversiegelung, eine super Sache. Das, was wir auch nachgerüstet haben, sind diverse Sicherheitstools. Ja, also wir haben eine Alarmanlage mit Wegfahrsperre eingebaut, die Cadillac Alarm Plus. 150, 200 Euro kostet die in etwa. Gibt es demnächst übrigens neue. Werde ich euch dann ein Video drehen. Gibt ja jetzt die neue Variante. Soll im Juli, August circa rauskommen. Könnt ihr euch dann abonnieren den Kanal. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Also eine vollwertige Alarmanlage für unter 200 Euro. Ja, in meinen Augen wertig und sinnvoll. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber wir haben viele andere Features hier noch umgesetzt, die wir euch dann einfach mal in anderen Videos schon vorgestellt haben. Aber vielleicht machen wir sogar noch ein Best-of. Sicherheitsfeatures-Video, wo wir mal nur das zeigen, was wir dann tatsächlich umgesetzt haben, wie die Sicherheit an den Fenstern beispielsweise von Vomo-Sicherheit. Aber das findet ihr alles bei uns im Kanal. Im 10. Teil geht es jetzt kurz um Dinge, die wir nicht mehr nachrüsten werden. Also ich habe mich viel damit auch beschäftigt, ob man jetzt die Heizungsanlage noch umbauen sollte auf eine Dieselheizung, auf die Truma 6 beispielsweise, oder ob wir noch einen Gastank zusätzlich brauchen oder ob wir beispielsweise das Thema Auflastung nochmal. Aber das werden wir alles nicht tun. Also in unseren Augen reicht das so aus, wie es ist. Also das sind Dinge, die wir nicht mehr umsetzen werden. Aber könnt ihr vielleicht bei euch darüber nachdenken, ob das für euch notwendig ist. Für uns ist das kein Ding. Für uns brauchen wir das nicht. Im 11. und letzten Teil geht es jetzt um das Gesamtfazit. Also wir sind, ich glaube 21.000 sind es inzwischen, 21.000 Kilometer gefahren, 13 Monate unterwegs. Und wir haben den Kauf von unserem Clever Move 600, Baujahr 2021, nie bereut.
Ja, also wir sind glücklich damit. Klar, die Preise sind doch auf jeden Fall gestiegen. Wir haben den damals noch zum günstigeren Preis bekommen, als er heute das Ganze kostet. Auch das Aufstelldach, ob wir es wieder so machen, ist eine andere Frage, aber damals war es die richtige Entscheidung, die wir hier gefällt haben. Wir sind insgesamt mit dem Produkt von Clever sehr zufrieden. Ja, es gibt das eine oder andere, aber man kann mit Clever immer wieder reden. Klar, und das, wenn die dann die Anbauteile und die Zubehörteile nicht ranbekommen, dann kann ich das auch verstehen, dass sie es nicht tauschen. Aber man ist immer wieder bereit, dort entsprechend Mängel, kleine Mängel, die aufgetreten sind, anzupassen. Gibt noch mit dem Kühlschrank ein Problem, hängt aber damit zusammen, dass Dometic wieder Ersatzteile nicht liefern kann. Und wenn wir jetzt oben das im Aufstelldach, was neu gekommen ist, aber auch da hat Clever gleich gesagt, kein Problem, wird angepasst. Ja, also insgesamt gesehen, unser Gesamtfazit ist, wir sind sehr zufrieden. Und ja, würden wieder uns für einen Clever entscheiden, wenn wir jetzt einen neuen Kastenwagen kaufen müssten. Also von daher beide Daumen nach oben. Was wichtig ist, natürlich in so einem kleinen Fahrzeug, in Anführungsstrichen klein, ist ja kein Riesenwohnmobil, ist ja nur ein 6 Meter Kastenwagen. Alles hat seinen Platz. Wenn man also hier zu viert drin fährt, wie gesagt, wir ja als zwei Erwachsene, zwei Kinder, dann muss alles gleich wieder dahin gepackt werden, wo es hingehört. Wenn einer auf die Idee kommt, und sich hier auszumehren und seine Jacke dahin zu schmeißen und seine Kleidungsstücke und sie nicht wegzuräumen, dann fehlt ruckzuck ein Sitzplatz oder irgendwas. Also das geht gar nicht. Das muss man halt einfach wissen, sich beschränken in den Dingen, die man mitnimmt. Umso weniger man mitnimmt, umso weniger muss man auch verstauen und umso mehr freie Fläche bleibt, um überhaupt Dinge verstauen zu können. Wer mit vier Erwachsenen mit so einem Fahrzeug verreisen will, Wochenende sicherlich auch kein Problem, zum Festival auch kein Problem oder mal übers Wochenende irgendwo in die Natur, sicherlich okay. Wenn ihr aber eine Woche, 10 Tage, 14 Tage damit unterwegs sein wollt mit vier Erwachsenen, meiner Erfahrung, ich würde euch davon abraten. Ja, bei uns ist das immer schon grenzwertig, wenn alle vier dabei sind, weil man sich dann da, je nachdem wie man aktiv draußen oder drin ist, wie das Wetter mitspielt, aber dann schon ein bisschen, ist alles ein bisschen nah. Aber wie gesagt, zwei kleinere Kinder und zwei Erwachsene, eine Woche kein Ding, zwei Wochen sollten auch funktionieren. Ja, also von uns insgesamt gesehen sehr positives Feedback. Wir lieben unser Fahrzeug und wir nutzen es ja auch regelmäßig und die Urlaubstage stehen demnächst ja wieder an. Ich würde sagen, das soll es als Fazit gewesen sein. Wenn Berlin sagt Tschüss, nicht ohne Hinweis, dass ihr bitte euer Fazit vielleicht oder euer Kommentar einfach unten bei uns unten drunter schreibt. Sagt uns, wie ihr zufrieden seid mit eurem Clever Move. Vielleicht habt ihr auch einen 600er aus der 2021er Serie oder einen älteren oder vielleicht sogar einen neueren. Und was euch vielleicht besonders stört oder was besonders gut ist, schreibt das uns bitte in die Kommentare unten. Ich lese mir das immer sehr gerne durch und beantworte euch auch mögliche Fragen, die ihr vielleicht noch habt oder mögliche Anmerkungen, die ihr habt. Ja, ein Abo wisst ihr selber, könnt ihr da lassen, wenn ihr es wollt. Und wir beschäftigen uns ja immer wieder mit Optimierung und Erweiterung rund ums Thema Kastenwagen, Wohnmobil und besonders natürlich um die Clever Vans. André sagt ciao, ciao und freut sich, euch dann bei einem weiteren Video von Van Berlin begrüßen zu dürfen. Bis dann, bye, bye.